Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Citizen. Wir befinden uns in Live-Version 3.11.1 und neben mir steht die wundervolle Beaks. Hallo Beaks. Hallo Scanner. Na, alles gut bei dir? Na klar, wie immer. Juhu, heute ist Sonntag, wir haben gute Laune und wir wollen die Nomad testen. Richtig? Richtig, genau, und den Rock. Genau, wir wollen mal den Rock hinten reinschmeißen, gucken, wie es funktioniert, ob es hält. Du stellst dich gleich hinten auch einfach mal draußen hin. Auf die Ablage und wir wollen ihn einfach mal so ein bisschen blöd rumtesten, was wie funktioniert mit der Nomad oder wie die überhaupt aussieht. Genau. Nichts Besonderes. Man da Schönes mitmachen kann. Ja, genau. Die technischen Details kann man sich bei anderen YouTubern holen. Wir wollen einfach nur mal ein bisschen Blödsinn machen. Ist ganz schön was los hier, ne? Ja, wundert mich auch gerade. Aber ist ja kein Wunder, wenn du da bist. Oh. Schleimer. Hangar 04. Ja, dann schnappen wir uns jetzt die Nomad, fliegen zu einem Außenposten und laden dann mal den Rock ein und schauen, ob das genau so reibungslos funktioniert oder ob der noch rausfällt, ob das noch verbuggt ist und dabei können wir uns die Nomad noch ein bisschen angucken. Ja, weil, ich bin ja mal gespannt. Ja, also die ist echt hübsch. Hübscher, wie ja, ich mag die auch. Willst du dich dann direkt hinten mal draufstellen? Echt, jetzt schon? Ja, klar. Okay. Essen wir direkt aus, ob es funktioniert. Warte, wenn ich gehe mal rein und mach die auf. Nee, das kann man auch von hier aus. Echt? Irgendwo war das. Aber die muss bestimmt erst an sein, oder? Die Leiter ist cool, die ausfährt. Also das ist schon schick. Doch, kann ich aufmachen. Okay, ja, dann sag mal, wenn du drinne bist, dann mache ich dann zu. Hm? Ja, ich bin drin. Okay. Ach, da bist du. Ja, hallo. Ah, da fährt sie hoch. Guck mal, jetzt sehe ich dich sogar ohne Kopf. Sehe dich auch. So, dann starte ich mal. Schicker Sitz. Ich habe hier schon ein bisschen Angst hier, ne? Ja. Das ist doch wie hinten Pickup sitzen. Macht Spaß. Ich fliege auch nicht über große Huggel. Also aber beim Pickup hat man hinten immer noch so ein bisschen geschlossen. Hier ist es komplett offen. Ich fliege vorsichtig. Ich mache auch nur ein Salto, um zu testen, ob das geht. Ja. So, ich hau an die Kiste. Ja. Ne, haben wir was gehört? Was gehört? Nee. Aber an ist er, ne? Ja. Ja. Oh, jetzt. Ja, jetzt höre ich es auch. Ein bisschen gedauert. Okay. Oh. Ja, ich warte mal, bis die Hauben ganz auf sind hier. Hast du schon so einen komischen Stand jetzt oder stehst da irgendwie sehr merkwürdig? Ich habe Angst. Beweg dich mal. Oder hast du jetzt schon Gehkräfte? Okay, du hast jetzt schon Gehkräfte, alles klar. Boah, ist das ein mieses Wetter. Ja, dann suchen wir uns mal. Und, wie steht sich's da hinten? Ja, ich weiß auch noch nicht so. Also, es sieht sehr anstrengend aus. Aber ich stehe. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt, das Schiff. Ja, fliegen wir noch mal kurz über New Babbage. Da hinten sieht man die Messehalle mit dem gelben Logo obendrauf. Also man hat schon einen schönen Ausblick hier. Ja, das glaube ich. Aber in die Außenansicht kannst du nicht, wenn du da hinten stehst, ne? Nee, wäre ja blöd. War ja mal möglich, dass wenn man im Schiff steht, dass man auch in die Außenansicht schalten kann. Frag mich, aber warum? Das geht nicht mehr. Du musst irgendwo sitzen. Warum eigentlich nicht? Finde ich doof. Das weiß ich nicht. Auch liegen geht nicht, wenn du dich irgendwie in so ein Bett legst. Merkst du das? Also bisher ging das... Ja, also ich wackel so ein bisschen. Soll ich mich mal... Ich drehe mich mal, okay? Ich kipp nach vorne und nach hinten. Nee, ich stehe. Ja, und wie fühlt sich das an, wenn ich über Kopf fliege? Also, ich stehe. Zwar gebückt und angestrengt. Ja, aber das und wackel mit sieht doch bestimmt geil aus, oder? Wenn du jetzt dir die Stadt anguckst. Über Kopf. Ja, ich traue mich nicht so nach vorne zu gehen. Ich bleib hier lieber stehen. Ja, aber cool, dass es funktioniert. Ja, sieht schon gut aus. Das funktioniert tatsächlich. Ja, dann gehen wir mal hoch und suchen uns mal. Auch das funktioniert. Wie sieht das denn aus? Ja.
ein bisschen ich habe echt Schiss, dass ich hier jetzt irgendwie runterfall oder so. Aber ich kleb am Boden fest. Spring mal. Aber es ist ganz schön kalt. Nee, springen würde ich jetzt nicht an deiner Stelle. Ach, stimmt, nee. Ja, du. Ja, jetzt kommen wir auch nach oben. Wie kalt ist denn das? Minus 83. Ich ziehe mir in der Zeit mal eben einen leckeren, warmen Tee rein. Aber. So. Schon gucken. Ne, warte, wir fliegen einmal eben zu Port Tressler. Dann können wir nämlich. Ich kann ja meinen coolen Anzug anziehen. Den dicken? Ja, stimmt. Ja gute Idee. Das wäre jetzt sowieso sinnvoll, wenn du ganz weit hinten sitzt. Gute Idee. Okay. Hier, Port Tressler, dann kann ich das nicht anwählen. Da. Och, diese Map macht mich manchmal wahnsinnig. So, ich bin umgezogen. Alles klar. Und was sagt die Anzeige jetzt? Beobachte mich erstmal gerade von außen. Ich bin jetzt schon ganz weiß. Oh ja. Also wir haben jetzt minus 118, 119 Grad. Achso, wir gehen in den Quantum. Ganz kurz. Hast du was gemerkt? Nee. Okay. Gehen wir jetzt mal wieder und suchen uns mal eine helle Stelle. Eine schöne Area, wo wir uns den Rock suchen können, spawnen können. Ja, wie gefällt dir der Platz allgemein da hinten? Ja, eigentlich, das ist schon cool. Warum setzt er dann nicht den Helm auf? Wo haben wir denn hier? Die Sonne. Achtung, der nächste kurze Sprung. Quantum Travel engaged. Quantum Travel complete. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Die Mining Facility. Da können wir doch sicherlich den Rock spawnen. Quantum Travel engaged. Also es ist schon ziemlich kalt hier. Sieht witzig aus, wie du da hinten stehst. Ja. Ist schon irgendwie. Das macht das Schiff schon irgendwie einmalig. Okay, es wird auch nicht wärmer hier. Minus 54. Okay. Für Minuten? Oh, ich hab hier ewig. Wird mir nicht angezeigt. Ah, okay. Unbegrenzt gerade. Ich hab ja meinen coolen Anzug an. Ja, das. Ich dachte, dann wäre trotzdem irgendwie ein paar Stunden noch angezeigt, aber. Nee. Das ist ja echt gut. Das ist ja super! Ja. Aber ich hab mich verletzt beim Umziehen. Oh. Tatsächlich. Ja. Aber es war wahrscheinlich ein Bug. 92% habe ich jetzt. Ach, ich habe ja die blöde Shatter hier auf. Ja, wir sind da. Wird es jetzt auch kälter? Ja, ne? Je tiefer wir kommen, oder? Nee. Wärmer sogar, ne? Wärmer sogar. Ja, gut. Passt das ja auch. Minus 44, cool. Minus 40. Das haben die ja echt gut gemacht. Jetzt wird mein Visier auch nass. Oh, die ersten Bäume tauchen auch. Es ist ziemlich neblig. Die blöde Station jetzt. Wieder nicht. Wir haben jetzt minus 34. Ach, hier ist sie. Wo
Okay, das geht ja. Minus 34 ist in Ordnung, ne? Ja, dann hast du deinen ersten Flug hinten verstanden. Ja. Aber ich glaube, ohne Anzug würde es das nicht überstehen. Nee, das ist zu kalt. Glaube ich auch nicht. Ja, zumindest nicht für lange Zeit, ne? Ja. Eigentlich müsste es im All ja locker minus 200, 300 Grad sein, so um die 180, glaube ich, ne? Das wenn ihr es besser wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Genau. So, ich glaube, hier haben wir eine gute Auflagefläche für den Rock. Ich mache die Kiste mal aus. Du fährst schon mal die... Ich gucke mal, ob ich das von hier irgendwie machen kann. Mhm. Ich mache mal eben nur die Engines auf. Engine Systems disabled. Engine Systems disabled. Das hört sich auch geil an. Sehr gut. Gefällt mir. Ich glaube, ich behalte den. Also ich finde die auch toll, ja. Ein Starterschiff. Boah, ja. Echt Hammer. Nee, also ich kann das von hier aus nicht öffnen. Okay, dann öffne ich das mal eben schnell. Open Cargo Bay. Das kann ich noch machen, bevor ich ausgestiegen bin. Sehr gut. Oh, es wackelt. Oh, das wackelt ist ja, das Schiff bei mir oder bei dir auch? Das wackelt auch bei mir und da kommen wir mit dem Rock auch nicht drauf. Gut, ich hol dir mal her, dann müssen wir noch ein bisschen umparken. Testen wir jetzt mal ein bisschen. Ja, soll ich eben runterkommen? Ja. Ansonsten steig du mal vorne ein, lass mal die Haube hinten auf und versuch dir mal umzuparken, dass wir ein bisschen besser stehen. Eigentlich nur ein bisschen vorfahren. Hier. Übrigens eine sehr schöne Stimmung hier, ne? Ich mag das ja total. Komm ich hier rein? Da. Ich fühle mich gleich wohl. Ich möchte nach Alaska. Nee, nee. Doch. Ja, mit meinem Anzug, ja. So. Rockety Rock. Ja, der Eingang. Will ich? Dann ja auch schon vollgeschneit sein, ne? Ja, geht langsam los. Schöne Winterlandschaft. So, bei dir alles gut? Kriegst du es hin? Ja. Boah, ich sehe fast nichts. Breakhead Rock. Retrieve. Blöd, dass es hier so reinschneidet in der Hütte. Das müssen wir auch noch fixen. So, da habe ich. Ich bin den ehrlich gesagt auch noch nie gefahren. Immer nur gesehen. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt gut stehe. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch einfach nichts. Es ist nur weiß bei mir. Echt? So schlimm? Ja. Wie mache ich nochmal mein Visier sauber? Mit X, ne? Y, X. X macht er gerade nicht. Kann auch sein, weil ich jetzt gerade im Wagen sitze. V? Oh, ich sehe gar nichts. Nee. Edge Systems. Ich nehme mal meinen Helm ab. Systems. Wir haben ja hier Luft, ne? Den Helm ab. Macht der auch nicht. Wir gehen in die Außenansicht. Das Ding fällt aber lauter an, wie ich dachte. Boah, nerviger Sound. Aber ich muss mich auch erstmal orientieren. Wo stehst du denn jetzt? Ich bin nur ein Stückchen vorgeflogen. Ja, ja, ich habe selber die Orientierung verloren. Ach, da. Also der Schneesturm ist so stark, ich sehe echt überhaupt nichts mehr jetzt hier. Ich komm mal raus. Ja. Du stehst gut so. So ist gut. Ja? Ja, kannst rauskommen. Fahr ich den mal hinten rein. Warum haben wir jetzt so einen blöden, heftigen Nebel? Ja. Leute. Natürlich mal wieder Vorführeffekt. Komm nicht raus. Nee.
Ja, super. Ist ja mega gut. Blöd, dass man jetzt nichts sieht. Steig aus. Was passiert? Ah, Hilfe. Ja, der Rock steht hinten drin, ne? Ich hab dir den mal da reingeparkt. Wenn du willst. Okay. Passe ich jetzt noch daneben? Kannst du da einsteigen? In den Rock? Ja. Okay. Ich flieg mal hier aus dem Sturm raus. Das ist so nervig. Gerade noch so schöne klare Sicht. Bist du schon drin? Ich sitze jetzt im Rock, okay. Ja. Ich schließe die Cargo. Weißt du, wie man das Visier jetzt sauber macht? Nö, habe ich immer noch nie rausgefunden. Aber ich fliege hier mal raus aus dem Mock. Ja. Ist ja immer schlimmer. Kann ja gar nichts mehr sehen. Wahrscheinlich geht das gar nicht, wenn ich hier drin sitze, huh? Irgendwas ist ja, ich habe overheated. War wieder zu crazy. So, mal raus. Den blöden Sturm. Ja, guck dir an, wie krass die Sturmfront hier ist. Hm. Ja, riesig. Jetzt kann ich auch. Können wir auch mal was sehen hier. Der Rock steht. Also der steht da echt gut drin, passt, ne? Wie dafür gemacht. Ja, 1:1 rein, also. Perfekt, theoretisch kannst du daraus jetzt auch minern, ne? Versuch mal. Schalt mal alles an. Der ist an. Das Problem ist, ich sehe einfach nicht. Immer noch nicht? Okay. Nein, mein. Ach doch, jetzt geht's. Jetzt ist mein Visier auch wieder. Okay. Gucken, was ich hier alles anmachen kann. Ich bin mal gespannt. Ich kann dir auch nicht helfen, also, ich war noch nie im Rock drin. Also. Gibt's da nicht irgendwie Mining, irgendwas zum Starten per Konsole? Ja, ich suche gerade. Hm, okay. Exit Seed. Open Cargo Bay. Open Door. Ne, das wollen wir nicht. Das. Power Off. Nee. Hm. Ich sehe jetzt hier nichts irgendwie. Hier unten? Nein. Okay. Wir landen mal gleich nochmal und probieren das nochmal. Ja. Warte, hier ist irgendwas. Nee. Erstaunt? Wie nutzvoll dieses Starterschiff ist. Echt Wahnsinn. Hm. Würde ich jedem empfehlen. Du hast einen Schlafplatz. Toilette war hier auch drin, ja. Ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hier auf jeden ja, Fall. Ja, ich glaube ja. Und hinten so viel Ablageraum, das ist ja geil. Aber da hinten kommt die nächste Sturmfront. Ah, hier runter. Mal tauschen. Fliegst du mal und ich setze mich hinten rein. Mhm. Aber ich dachte, ich drehe jetzt eine Runde hier mit dem Rock. Es ist wieder hier windig. Stürmisch. Siehst du von oben einfach nicht, ne? Ja, hast du denn schon mal gescannt mit dem Ding und so? Weißt du, wie das funktioniert? Nee, ich weiß nicht, wie das geht. Ich leider auch nicht. Also es zeigt mir hier unten, hier drin auch nichts an. Das war zu krass. Alter Schwede, okay. Alles gut.
Ja, das Schwebeding ist echt nice. So, warte mal, ich mach mal hinten auf. Oder kannst du so rausfahren? Versuch mal. Geht das? Oder bist du jetzt blockiert? Warte mal. Ja, aber du schwebst ja noch. Ja, egal. Versuch mal. Ich kann fahren. Ja, fahr mal raus. Geht nicht, ne? Oder? Nee, scheint nicht zu gehen. Okay, du bist ein bisschen blockiert. Nee, bleib stehen. Ja. Ich wollte nur mal wissen, ob das geht. Dann hat man zumindest eine Sperre. Oh, jetzt ist mein... Was? Nee, ich muss... Bin schief hier, warte mal. Ja, ich mach mal auf. Warte. Kann ich schon von hier aufmachen, oder? Nee, ich kann rausfahren. Hä? Nee, das ist bestimmt doch die Klappe, die davor hängt. Warte. Nein, ich bin schon raus. Oh, okay. Ich häng nur fest beim Rad. Ah, okay. Ja, dann fahren wir durch die Gegend. Ich hau ab. Ciao. Nein. Was geht hier? Was passiert da denn? Ach, ich hasse das, wenn die Maus. Soll ich wieder runter? Ich wollte mal gucken, wann ich Pause gedrückt habe. Ich habe gerade Pause gedrückt aus Versehen. Nein! Ich hoffe aber, das war jetzt nicht zu lange. Ich lasse einfach mal laufen. Ja, Rock steht hinten drin und bin mir gerade unsicher, wann ich auf den Pauseknopf gekommen bin. Sorry. Ja, toll. Dusselkopf, ey. So, wir fliegen jetzt auf jeden Fall einmal in die Atmosphäre. Das machen wir, und dann springe ich einmal runter. Genau. Du sag mal, habe ich irgendwas falsch gedrückt, aber jetzt kriegt er so ein bisschen Schub. Muss den Mausrad nach oben drehen, ne? Ja, habe ich, ganz oben. Aber das dauert ewig, bis der Schub kriegt. Na gut, wir sind noch in der Atmosphäre. Und da drücke ich irgendwas falsch. Uiui, was ist hier? Kamera-Action. So, Laser ist ausgefahren. Keine Ahnung, was ich gerade wieder gedrückt habe, deswegen, OBS in den Pause-Mode gegangen. Weil gelegt habe ich das. Naja, okay. Wie geht's dir denn da jetzt gesundheitlich? Minuten der Überlebenszeit geht runter schlagartig von auf 19, 18 Minuten. Okay. 17, je höher wir kommen, umso schlimmer. Ich glaube, ich springe hier einfach mal raus, ne? Okay. Und tschüss. Ciao. Juhu. Uiuiui, das dreht sich aber übelst. Oh, da wird den Leuten schlecht. Versuche ich mal zu fangen. Geht das hier überhaupt? Also du wirst noch nicht mehr angezeigt jetzt hier irgendwo. Echt nicht? Ah, schade. Das wäre geil, wenn du mich jetzt noch versuchen könntest zu fangen. Mach mal die Kiste aus. Such dir mal irgendwie... Okay, ich Herz auflegen. Fang mich jetzt gerade wieder. Okay. Hä? Du bist an mir vorbei. Stopp! Ja. Was? Ich sehe dich. Du bist mir angezeigt. Bleib mal stehen. Komm wieder hoch. Das ist jetzt schwierig. Das kann ich dir... Tja, blöd, dass du mich nicht siehst. Doch, warte. Da, okay, da, ich flieg jetzt, auch voll langsam. Also eigentlich müsstest du mich tatsächlich einfangen können. Indem du an mir vorbeifliegst, mich überholst und dann langsamer wirst wieder. Ja, das wäre mega witzig, wenn du das hinkriegst. Dann hast du meinen vollsten Respekt. Okay, da kommt sie. So, oh, ja, aber was für eine Geschwindigkeit. Stopp. Ja, okay, sie dreht. Perfekt. Ich sehe dich, komm hinterher. Oh, geht die Tür auf. Okay, ich mach sie schnell wieder zu. Aus doch. Scheiße. Wieder vorbei? Ja, nicht. War ja nicht so gut. Du musst ja vorbei und dann auch mit dem Arsch zu mir gucken, damit ich ja reinfallen kann. Wo bist du denn jetzt? Jetzt hab ich dich verloren. Hier, genau vor dir eigentlich. Seh dich nicht mehr. Jetzt bist du wieder an mir vorbei. Seh dich nicht. Ja, jetzt bin ich wieder hinter dir. Ah, da, okay. Ja, jetzt ein bisschen langsamer werden. Langsamer, nicht so schnell. Ja, ich werde langsam. Ja. Ja, komm näher. Und jetzt umdrehen, sodass ich hinten rein. Oh, und da fliegt sie wieder weg. Ja, genau, so bleiben und jetzt einfach nur zur anderen Seite fliegen. Nach rechts. Nach rechts. Nach unten. Nach rechts fliegen und ein bisschen mehr Gas, weil du wirst langsamer. So,
Warte mal, ich muss mal hier eine bessere Kamerasicht machen. Also in der Außenansicht sehe ich dich überhaupt nicht. Also ja, bleib mal in der Innenansicht. Ich sag dir ungefähr, wo du langfliegen musst, aber ich sehe dich jetzt gerade wieder nicht. Verloren. Mal. Ah, du bist auch wieder. Du bist ganz woanders. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hinter mich! Sag mal, wie lange fällst du denn? Die Überlebenszeit geht nach oben. Also ich kann wieder 24 Minuten überleben. Ja, du kommst überleben. Ja wieder. Das ist schon 36 Grad. So, ich bin alles wieder klar? Bei dir. 400 Meter. Oh. Okay, ich sehe dich ankommen. Er fliegt knapp an mir vorbei und dann musst du einfach nur ein bisschen langsamer werden. Bin ich? Sehe dich nicht. Du musst doch an mir vorbei. Ich bin gerade an dir. An mir vorbei? Ja. Ja. Hm. Nein, eigentlich nicht. Hätte ich doch. Bist hätte du denn gesehen. Jetzt? Doch, da. 500 Meter. Vier. Da. Ich komm zu dir. Wo bist du jetzt, hinter mir oder vor mir? Ich bin jetzt wieder hinter dir. Nein. Siehst du mich? Bin neben dir. Neben mir? Ja. Kann ich nicht sehen, ey. Weiß nicht. Pudelst du hier rum? Ich kann auch nichts machen. Ich kann nicht drehen. Ich kann. Oh, der Boden kommt immer näher. Ah, da kommt sie. Jetzt kommt sie. Ich stupse dich an. Jetzt flieg doch mal an mir vorbei. Egal, flieg einfach an mir vorbei. Und wenn du mich triffst, triffst du mich. Ja, ich muss. Ich jetzt an dir vorbei. Nee, jetzt bist du wieder unter mir. Du musst mehr Gas geben. Du musst doch erstmal an mir vorbei und dann bremsen. Bin ich doch. Und dann bremse ich und dann bist du wieder weg. So, dann ist das. Du trudelst hier rum. Ich krieg dich nicht eingefangen. Ein bisschen latenzmäßig. So. Ich sehe dich nie an mir vorbei. Jetzt bin ich genau unter dir. Bei mir fliegst du leider nie an mir vorbei. Du bist immer hinter mir. Du bist immer noch hinter mir. Nee. Jetzt bin ich wieder hinter dir, ja. Weil du wieder an mir vorbeigefallen bist. Du schlägst sowieso gleich auf. Ist das schon so weit? Oh ja. Ja. Ich überlebe das, kein Problem. Mach die Kiste mal an. Ich laser mich Richtung Boden. Ich guck mir das von oben an. Ich bin 100 Meter über dir, Alter. Locker. Kann ich auch noch anstupsen. Alles wird gut. So, jetzt stürze ich aber auch langsam ab hier. Ja, easy, ey. Hab überlebt. Jo. Echt? Du bist jetzt tot? Ja, ich bin tot, ja, ich bin abgestürzt. Ich habe den Berg nicht gesehen, es war zu. Es war zu. Was bist du für ein Noob? Ich hab überlebt. Nein, warte mal. Also Spaß. Naja, gut, okay, Leute. Das war eine kurze Aufnahme. Oh, warte mal, ich sehe dich noch brennen. Ich komme eben zu dir. Alter, das sieht ja. Ja. Echt? Bist du hier vor dem Berg abgestürzt? Ah, wegen so ein paar schöne Bilder. Naja, ich bin dagegen geknallt. Brennende Beaks. Beaks brennen. Burn, Baby, burn. So, bei mir passiert hier übrigens jetzt gerade überhaupt nichts. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ja, jetzt sehen wir auch mal die Nomad zerteilt in zwei Hälften. Sehr gut gemacht. Schadensmodell ist geil. Ah, jetzt bin ich wieder da. Was denn? Was leuchtet denn da? Monenten oder was? Oh, die hast du aber echt zerlegt, die Nomad, ey. Ja, tatsächlich ist das Komponent, was da leuchtet. Kann ich das noch ausbauen? Ups, durchgefallen. Der Sturm wird natürlich wieder so heftig jetzt, dass man nichts sieht, ne? Ja. So, Helm ab. Ja. Oh, jetzt bist du, jetzt das Schiff weggespawnt. Alles klar. Nein! Alter, ich hab nochmal in die Luft geschossen und geschrien. Warum? Einfach nur so, Theatralik, filmmäßig, weißt du? Das kommt immer besser. Mhm. Also,
kurze Folge, kurz und knapp, genau. Mit einer uneingeplanten Pause. Ich werde mir das gleich mal angucken, ob man die Pause überhaupt, ob das überhaupt so geht. Ansonsten lade ich es nicht hoch. Ja, vielleicht war es ja, nur genau. Ganz kurz. Ja, dann gehabt euch wohl, schönen Sonntag noch und viel Spaß heute auf der Expo, genau. Im dritten Tag. Bis später. Ciao. Bis dann.